Hallo Leute, willkommen! Guten Tag! Wir sind halt wieder in unserem Camp unterwegs. Der Josef hatte Sehnsucht. Ja, das letzte Mal haben wir leider nicht so viel geschafft, deswegen wollte ich heute noch ein bisschen was schaffen. Wir sind ein paar Stündchen Zeit mitgebracht. Genau, du willst nämlich an deiner Werkbank weiter tüfteln. Genau. Also sie steht noch, hat aber noch einige kleine Kinderkrankheiten, ja, und auch noch Optionen, die wir noch zu Ende bringen wollen. Ja, das stimmt. Und ich werde heute mal nutzen, gleich mal meine neue Säge zu testen. Habe ich da mal mitgebracht. Neue eine Säge? Schöne mittelgroße Astsäge ohne Kunststoff. Ja, aus Holz. Also und Metall. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, Mensch. Na dann würde ich sagen, auf geht's. Das hier? Ja. So, hier sind die Bohrer drin. Hier ist meine Säge mit viel Kunststoff. Das komplette Gegenteil von Tino seiner. Die können wir nachher mal grob vergleichen. Dann das ist eigentlich mal eine gute Idee. Rolltasche, wo ein bisschen Werkzeug drin ist. Einen halben Hausstand mitgebracht, der gute. Ja, muss man doch. Bohrmaschine. Und meine Axt. Das war's. Werkzeug. Mehr brauchen wir nicht. Und deswegen. Los geht's. Legen wir los, genau. So, unsere kleinen Klanghölzer tun wir erstmal beiseite. Klangholz. So. Boah, bleibst du bitte. Jetzt drehen wir den quasi auf den Rücken, den Bock. Denn, ja, wie ihr seht, die Füße sind doch noch nicht so, wie wir uns das erhoffen. Ja, ihr seht's. Da müssen wir noch ein bisschen was verändern. Ja. Das geht so nicht. Weiter macht! Jetzt scharf die Dinger, ja, übelst krass. Die Keile hat der Tino vorbereitet. Ne? Die tun wir jetzt hier rein. Das letzte Mal haben wir zu kleine Keile genommen. Das war, glaube ich, der Fehler. So. So, jetzt hilft nur noch ein bisschen rohe Gewalt. Und dann dürfte es gehen. Ich würde sagen, sitzt bombenfest. Die dickeren Keile. Na komm, trau dich. Ja. Probier's mal anzuheben. Anzuheben? Na dann glauben wir dir das. Komm. Das sieht sehr gut aus. Das ist schon wahr, ja, gell? Bombe. Bombe, sehr gut. So, auf der anderen Seite dasselbe. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Holz. Vorne sind ein paar kleine Keile. Und die wollen wir uns einfach mal gemeinschaftlich schnitzen. Lass mal ein bisschen beisammen sitzen. Mal gucken, ich habe nämlich mein eigentliches Schnitzmesser verlegt, irgendwie noch nicht wiedergefunden. Ganz schlecht. Ich weiß nicht, wo ich das hin habe. Das ist euch aber bestimmt auch schon mal so gegangen. Ja, das ist halt schwierig, gell? Wenn die Messer oder die Gegenstände allgemein in diesen Waldfarben sind und man legt es mal beiseite. Ich würde ja noch nicht mal sagen, dass ich es irgendwie im Wald verloren habe. Ich glaube, das liegt irgendwo daheim herum. Also es ist, naja. Vielleicht hat es ja der Fritz verlegt. Ah, was will denn da mit dem Messer? Kann man da nicht essen. Alles, was man nicht essen kann, ist für ihn wertlos. Also wie von Josef. Nein. Ihr habt da einiges gemeinsam, ne? Ich habe auch nichts gegen ein tolles Messer. Also nachts neben Josef zu schlafen, ist genauso wie wenn man ein grunzendes Schwein auf dem Schoß hat. Ja, komm. Also ihr wisst ja, wenn wir irgendwo übernachten, dass da eigentlich meistens eine Flasche Whisky mit dabei ist. Und wenn, was hat denn das mit dem Whisky zu tun? Ja, wenn man Alkohol trinkt, dann schnarcht man halt. Ich glaube, das würde ich mal bezweifeln. Dann müsstest du ja wahrscheinlich jeden Tag hart ins Bett gehen. Wer weiß. Naja. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine passende Position für die Keile finden, wo wir sie reinschlagen werden. So. Ich würde sagen, einmal hier.
Ne? Mal ganz kurz, leicht. So, einmal da und. Absolut. Muss man nur. Sehr schön. Der ist jetzt natürlich von links und rechts noch ein bisschen wackelig, ist klar. Da haben wir auch schon eine Idee, wie wir das beheben wollen. Allerdings haben wir dafür das Material jetzt nicht mit. Tino ist da einer wirklich sehr, sehr raffinierte Idee eingefallen. Ne? Also wir werden heute in der Folge mal wieder schon wieder die Werkbank nicht fertig kriegen. Aber ist auch nicht so schlimm, ich will ja hier auch noch meinen Los Segos benutzen. Los Segos. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen aus dem See geschafft, ein bisschen Holz mitgebracht. Ah, weil es ist halt, weil es kein Kunststoff ist. Na toll, denkst du, mit Kunststoff kannst du nichts absägen? Na doch. Na und? Ich hab's. Also wie ihr seht, die Beine sind nicht so weit fest, noch nicht ganz stabil. Das lösen wir aber das nächste Mal, das Problem. Und jetzt wollen wir noch ein Gimmick weiterbauen, das hatten wir das letzte Mal nicht geschafft. Wir wollen noch ein Stück rausnehmen, zwei Löcher dann durchbohren und unten ein Fußteil einbauen, was mit einem Seil fixiert ist, dass wenn wir dann mal hier Sägearbeiten machen, dafür sind diese Bereiche, und man braucht mal beide Hände, weil einen die Kraft verlässt, weil es ein großes Stück ist, oder man muss doch mal hier noch ein Stück festhalten, da kann man schön mit dem Fuß dann rein, das Ganze festhalten und hat quasi eine dritte Hand beim Arbeiten. Da würde ich sagen... Das war übrigens auch eine Idee vom Tino, ne? Also der Tino ist gar nicht so blöd, wie er aussieht, manchmal. Ich weiß schon, dass sie noch nigelnagelneu ist und rattenscharf ist. Ich meine auch. Nee, Quatsch. Los, wie lange schnacken hier, ein bisschen sägen. Ja, warte mal, machen Sie so hier. Das ist gut, dass wir so nebenan sägen. Ne? Ich hätte nämlich gedacht, dass du von vorne sägst, ich bin hier. Nö, warum? Ey, der Vorteil ist, dass du links und ich Rechtshänder bist. Ja, das muss man ausnutzen. Du bist trotzdem so weit rechts. Du bist wieder so weit drüben. Wir brauchen nur hier ein Stück. Okay. Wir machen das jetzt hier fertig aus. Nein, mach da. Das ist immer gesägt. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. World seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
jetzt wissen, was hier los ist. So. Das war ja jetzt ein halbes Musical, hä? Musical? Naja, war viel zu machen. Ja. Josef war fleißig. Und Tino, seine Idee haben wir sehr gut umgesetzt. Naja, ob das sehr gut ist, das sehen wir jetzt. Ja. Jetzt ihr seht hier unten, das ist jetzt dieses Fußpanel. Sag ich jetzt einfach mal. Tun wir mal hier diesen Hilfsstock beiseite. Aber man muss ja alleine machen, ich darf mir jetzt nicht helfen. Ja? Nee, weil ihr sollt ja auch die Funktion dann sehen. Hoppala. Ja, ist halt, vieles ist noch provisorisch, aber das machen wir dann. Das bringt dann nach und nach. Genau. Ja. Mit Zeit kommt Rat. So, jetzt können wir nämlich, das ist das, was ich meinte. Aber da du jetzt Linkshänder bist, Josef, wirst du wahrscheinlich mal sägen. Ich habe immer das los, dass ich sägen darf. So. Ich tue jetzt meinen Fuß da rein. Drauf. Der andere, der linke Fuß muss aber da rum. Er muss schon eine bequeme Haltung nehmen. Arbeitsschutz geht alle an. Bestimmt bequem. Dann mach mal deinen Fuß noch hier rum. Du musst ein bisschen richtig am Arbeitsplatz. Muss schon ordentlich gemacht werden. Genau. Jetzt ist das Ding da nämlich fest. Ich versuche das jetzt hier rauszunehmen. Das ist bombenfest. Ja. So. Ja, Team ist so stark, deswegen hat es ganz groß angehoben. Ja. So. Und jetzt kann der Josef hier. Jetzt zieh ich hier einfach mal so ein Stückchen weg. Ja, das ist. Gott, das reicht. Ja. Wir haben es gesehen. Sehr schön. Ja, mit unserem Verkeilen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Da fehlen noch Haufen Arbeitsmaterialien. Ja, das werden wir nach und nach machen. Ja. Ich bin bis jetzt relativ begeistert. Wie gesagt, ich saß vorhin drauf, also die ist jetzt auch stabil. Gegen das links und rechts, dass sie da weggeht, dann nehmen wir das nächste Mal was. Ja. Da haben wir nämlich schon eine tolle Idee. Tino müsste eigentlich so einen langen weißen Bart haben. Er strotzt nur vor Weisheiten. Ja. Oder Ideen. Weisheiten sind es ja nicht. Ja, na, Weisheiten kommen erst mit dem Rentenalter. Alles klar. Gut, Leute. Dann machen wir so eine kurze Kaffeepause. Und es wird nämlich schon wieder dunkel langsam, meine Säge. Apropos, ihr wolltet bestimmt noch wissen, was das für eine ist. Wir haben die Säge natürlich wieder bei uns in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Und zwar ist das die, halt, das steht sogar drauf, Protanik Astsäge. Also die hat jetzt nicht wie bei der Silgi irgendwie einen tollen speziellen Namen. Hier ist nur irgendeine Typbezeichnung aus Zahlen und Buchstaben, aber schade eigentlich. Und sie ist wirklich eigentlich günstig. Sehr günstig. Ja, im Vergleich zu der Silke kann man da zwei davon kaufen. Das reicht noch nicht mal. Ne? Kostet, haltet euch fest, 18 Euro. Ja, stimmt. Die ist quasi, die hat einen Griff aus Buchenholz. Das Sägeblatt selber ist jederzeit austauschbar, falls er mal stumpf ist oder verbogen oder gebrochen. Ihr habt eine viel längere gefunden. Und der Schaft ist, ich würde jetzt fast sagen, auch aus Buchenholz, wobei mir die Maserung jetzt doch leicht anders aussieht. Ich vermute mal irgendein Weichholz, Nadelholz etc. Man kann sich hier schön wunderbar an der Seite tragen. Ja. Selbst Tino gefällt das, obwohl der nicht so der Typ ist, der am Gürtel irgendwelchen Schnulli rumträgt. Ne? Genau. Dann kann man das hier festklipsen, dass die Säge nicht rausfällt. Na, wenn man durch den Wald rennt, wie so ein Irrer. Genau. Aber ansonsten sind wir jetzt fertig an dieser Stelle. Ja, aber trotzdem, machen wir uns noch ein Käppchen. Ja, genau. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Kaffee! Sägen sind echt was Tolles, gell? Also, gerade auch wenn sie scharf sind und gut gehen. Also, wir sehen jetzt die von Tino, die. Ne? Genau. Und das ist. Die wie hieß die Silgi? Gumtaro. Da sieht man es. Ja. Daro 300. Die Sägeblattlängen sind relativ ähnlich. Aber noch dank der Nahaufnahme sieht man, dass der Tino eine etwas gröbere Zahnung hat als ich. Ja. Aber ich habe mir bewusst für eine feinere Zahnung entschieden, weil ich viel damit bauen werde oder gebaut habe. Der Josef kocht. Was kochst du denn? Kaffee. Ein bisschen heller machen, man sieht dich kaum jetzt. Ja, ich habe ein bisschen Kaffee mitgebracht. Weil es ist doch relativ kalt und da ist so ein warmes, heißes Getränk echt was Feines, gell? Jetzt warst du weg. Okay. Jetzt werden wir uns mal angucken, wie der Josef am liebsten Kaffee kocht. Josef legt extrem viel Wert darauf, dass das kochende Wasser nicht von innen heraus kocht, sondern immer von außen nach innen. Das schauen wir uns jetzt an. Was? Ja, quasi mit. So, Helmut, dann mach mal, Josef. Genau so. Ja,
Ja, Tino hat mich gerade ermahnt, dass ich mal ein bisschen das Feuer zurückdrehen sollte. Der Josef ist einer, der es gerne mag, wenn das Wasser von außen nach innen kocht. Das heißt, die Flammen erhitzen das Wasser außerhalb des Topfs und nicht von unten. So. Ah, so nach dem Motto, viel ist viel, ne? Viel hilft immer viel. Allerdings bei den aktuellen Umweltsituationen zu Recht ist es einfach nur richtig freche, richtig unerzogene Verschwendung von Energie. Gas. So, machen wir wieder zu. Hast du jetzt ausgemacht? Wir brauchen mal heißes Wasser. Nee, außer, aber hab ich jetzt ausgemacht? Nein, ist noch gar nicht aus. Es ist noch. Es läuft noch. Oh, ich bin wahrscheinlich extrem nah an der Kamera bei euch. Oh. Der Josef mit seinem. Mit meinem selbst geschnitzten Löffel, ja. Als Kaffeelöffel. Ich habe von vielen gehört, dass so ein großes Ding im Mund sehr ungeeignet ist. Aber Josef hat einen großen Mund. Also, das ist immer so eine Auslegungssache. Was ist groß, was ist klein? Oh. Schwarzer, heißer Kaffee. Schwarzer, heißer Kaffee. Die ersten Bläschen tauchen schon auf. Ah, Josef nimmt immer Wasser mit Kohlensäure. Ja. Der kocht schneller. Für die, die es kennen, ja. So gut. Ich denke mal 1-2 Minütchen noch und dann. So lange noch. Wird der Kaffee aufgegossen. Es gibt Gaskocher, die brauchen 1-2 Minütchen, um kaltes Wasser zum Kochen zu bringen. Ja, ja, das ist aber. Bei dir steigen schon die Bläschen auf. Aber so ist das halt. Genau. Den könntest du allerdings auch mal vorstellen. Mein Gaskocher. Aber nicht jetzt, das machen wir mal ordentlich. Das können wir machen, aber. Da schreibst du mal den kleinen Aufsatz. Wichtige Stichpunkte. Und dann kannst du loslegen. Ich, ich habe die Bedienungsanleitung, da kann ich das Bild halten. Brauche ich nicht vorzulesen. Nee, Quatsch. Wenn er das wissen möchte, ja, dann gerne. Und so einen kleinen Pfeifdeckel noch drauf machen hier vorne. Der so dann. Und? Du bist auch so ein Pfeifendeckel. Sag ich euch. So, gut. Quatsch. Fertig. Feuer aus. Und aufschütten. Tino seiner ist der glänzende. Der glänzende. Wir haben dieselben Becher, aber ein Tino seiner glänzt irgendwie. Weil ich meinen öfters benutze. Und weil ich so fettige Hände habe. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Ich habe sehr trockene Hände. Es kann sein, dass es gut ist. Boah, eine schöne Crema. Ja, die Werkbank ist nicht nur ein. Schickes Teil, die hält auch meine Kaffeekanne auch. Ja. Kaffeetasse, sag ich. Ja? Das ist jetzt leider bloß das Problem. Der Kaffee wird kalt. Der Kaffee wird kalt. Ich glaube, der ist schon kalt. Das ist echt eklig. Ich habe so Kaffeekranulat oder was, wie das heißt. Und das schmeckt sowieso schon ganz komisch. Und jetzt noch. Schlimmer als der Sockentee? Eklig. Nee, schlimmer als der Sockentee nicht, aber. Oh. Ihr kennt das, kalter Kaffee ist sowieso nicht so schön. Manche trinken gerne Eiskaffee. Also du fangst an, nicht hier, es gibt viele Leute, die trinken gerne Eiskaffee. Ich trinke keinen Eiskaffee gerne und auch keinen kalten Kaffee gerne. Kalter Tee, ja, aber kalten Kaffee, nee. Eklig. Ich sitze auf der falschen Seite, das ist richtig unangenehm. Ja, vor allem Tino, du sitzt auch auf der falschen Seite. Tino sitzt auf meinem Platz und ich sitze auf Tino seinem Platz. Das ist Chaos. Wir können nicht zu zweit hierher, das ist Chaos. Nee, weil ich herrsche nämlich keine Gesetze, außer unserer. Genau. Ja. Also Tino, ich muss echt sagen, deine Säge ist echt der Wahnsinn. Ne? Ich weiß ja, man selber lachen muss dabei. Ja. Übertreib's nicht so sehr. Nee, also gib mal her, das gute Ding. Ich denke mal, für die 18 Euro ist das schon der Wahnsinn. Also, hätte ich nicht gedacht. Schönes Teil. Gut verarbeitet. Es ist ein Naturprodukt. Ohne jetzt hier Werbung zu machen. Aber ich muss auch dazu sagen, Josef, seine Silky, die hat halt wirklich eine komplett andere Zahnung. Das merkt man. Die ist deutlich feiner und die geht auch durchs Holz wie Butter. Ja, ihr habt es vorhin gesehen beim Sägen, Josef hat schneller Fortschritte gemacht in der Sägetiefe als ich und es sah bei Weiden entspannter aus als wie so ein hechelnder Hund. Das liegt aber auch daran, dass ich öfter säge als du. Ja, das stimmt schon allerdings. Das Einzige, was ich immer mal säge, ist zu Hause, ist Brot. mit deiner neuen Säge?
Aber ich kann mir richtig vorstellen. Nee, ich habe mir, die Säge auch für andere Einsatzzwecke geholt. Ich hab das jetzt nicht geholt, um damit Äste durchzusägen und so. Ich habe damit eigentlich geplant, da lustiges Zeug zu bauen. Ne? Ja, da freue ich mich schon drauf heute Abend. Abendbrot, wer möchte eine Scheibe Brot? Oh, geil. Schön, mit einer guten Bauernkruste. Die Bauernkruste kriegst du damit durch. Hm. Aber die fliegt doch noch in alle Richtungen, ja. Aber das kommt aber auch jedes Mal zum Gespräch, oder? Unser Schwarzbrot. Schwarzbrot? In diesem Sinne, weiter. Wir trinken jetzt unseren Kaffee aus. Ihr seht, es wird langsam dunkel. Wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg. Ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Mal wieder hier übernachten. Ne? Na, hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Mhm. Und wenn nicht, in diesem Sinne. Ich hoffe, ich habe noch mal wieder was gelernt. Es ist nicht bei uns nicht immer Voraussetzung, dass man, wenn man unsere tollen Videos sieht, dass man dann was lernt. Nee. Ist auch nicht immer Sinn und Zweck der Sache, nur mal dazu sagen. Nee, weil wir eigentlich, der Vordergrund bei uns ist, wenn wir rausgehen, ist eigentlich Spaß haben. Mhm. Ne? Weil ich sag immer, wenn man rausgeht und keinen Spaß hat, dann braucht man es auch nicht zu machen. Leute, ganz ehrlich. Weil die Natur bietet einen doch schon ein, wo man sehr viel lachen kann, schmunzeln kann. Gut. Verabschieden wir uns, es wird wieder zu lang. Wir sehen uns im Wald. Viel zu lange. Okay. Wie ihr hört, es knallt auch schon. Es ist nämlich Silvester heute. Bam, bam, bam. Nee, das ist eigentlich nicht mein Ding. Nee, wir haben hier Treibjagd. Und nachher haben wir sie alle noch eingeladen zum... das Feuer ist aus. Zum Kneckerschen. Zum Sushi des Waldes. Na, hoffentlich bringt ihr den Wildsau mit, oder? Hoffentlich ist die nicht verwurmt. Nicht, dass sie irgendwelche Lungenwürmer hat und dann gehen alle hops. Das wäre die Bildschlagzeile. Ein Dutzend Jäger. Wegen Lungenwürmern. Und einer am Schrot erstickt. War ja Darmverstopfung. Schrot. Gut, weiter. Oh. Herrlich. Sag mal was bitte. Ich habe eine sehr scharfe Säge. Warte mal, nochmal. Ich habe eine sehr scharfe Säge. Warte mal, ja. Tino hat auch eine sehr scharfe Säge. Nur aus Holz und Metall. Bisschen Leder. Lederriemen quasi. Oh, die Säge hat mein Leben komplett verändert, ey. Ich konnte noch nie so umweltfreundlich meine Gartenarbeit verrichten. Weil, wie ihr seht, ich habe viel zu tun. Hier sind viele Bäume. Und mit der Säge wird es wahrscheinlich ein Klacks werden. Besser kann ich es nicht sagen. Also was ich noch machen werde, ich werde diese Säge den Freunden im Sägeclub vorstellen. Die werden alle total begeistert sein davon, weil sowas Geiles haben die noch nie gesehen. Leute, echt, ihr könnt mir das glauben.